Ja, FDP. Herr Präsident, herzlichen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja in vieler Hinsicht heute ein historischer Tag. Allein die Sitzordnung hier und die Umstände, die wir zurzeit in Deutschland erleben. Es ist auch haushaltspolitisch ein historischer Tag, weil wir zum ersten Mal in der Geschichte den Artikel 119 des Grundgesetzes nutzen, um den Notfallmechanismus der Schuldenbremse in Kraft zu setzen. Allen Unkenrufen der letzten Monate und Jahre zum Trotz, diese Schuldenbremse funktioniert auch in Krisenzeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist gut, dass wir sie haben, und deswegen wird meine Fraktion diesem Notfallmechanismus heute auch zustimmen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und gerade weil das so eine besondere Situation ist, und das sage ich in Ihre Richtung, Herr Bundesminister Scholz, gerade weil das so eine historische Situation ist, ist jetzt auch die Bundesregierung gehalten, alles in Gang zu setzen, um diese drohende Wirtschaftskrise abzuwenden. Der 115 wird vom Parlament heute gezogen. Auf der anderen Seite behalten Sie sich dennoch vor, eine Rücklage in Höhe von 38 Millionen Euro zurückzuhalten. Es wäre jetzt angesichts dieser Tatsache richtig, dass auch die Bundesregierung in Vorleistung geht und diese Rücklage auflöst, um sie für die Bewältigung der Corona-Krise in Deutschland und der Wirtschaftskrise einzusetzen. Das wäre ein wichtiges Signal, was Sie heute setzen sollten. Und genauso wichtig, das sage ich in Richtung der Koalitionsfraktion, wäre es jetzt richtig, auf politische Projekte zu verzichten. Ihr Koalitionsvertrag gilt, das ist mir bewusst, aber er muss dieser Krise angepasst werden. Teure Projekte wie beispielsweise die Grundrente und andere Dinge, die sicherlich in Ihrem Parteiprogramm stehen, sind jetzt nicht mehr an der Tagesordnung, sondern jetzt muss diese Krise bewältigt werden. Den Menschen und den Unternehmen muss jetzt geholfen werden. Deswegen verzichten Sie auf solche teuren Projekte. Aktivieren Sie alles zur Bekämpfung dieser Krise, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Zweiten führen wir einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds ein. Auch das ist gut, dass sich die Bundesregierung bewegt hat und nicht erst ab 2000 Beschäftigte, sondern bereits ab 249 Beschäftigte das der Wirtschaft zugänglich macht. Aber so wie Herr Spahn es gerade öffentlich gesagt hat, so wie wir eine Exit-Strategie für die Freiheitsbeschränkungen in Deutschland brauchen, brauchen wir auch für diesen Mechanismus eine Exit-Strategie. Auch hier muss jetzt ein Enddatum vorgelegt werden, meine Damen und Herren. Wir wollen keine dauerhaften Staatsbeteiligungen an privaten Unternehmen. Es muss eine Notfallmaßnahme sein, die ein Ende haben muss. Wir wollen kein Umbau der Eigentümerstruktur im deutschen Mittelstand, meine Damen und Herren. Auch hier brauchen wir eine Exit-Strategie. Und das ist gesagt worden, es bleibt am Ende des Tages eine Lücke, nämlich alle Unternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen, die der, wie man so schön sagt, Backbone der deutschen Wirtschaft sind, zwischen 11 und 249 Beschäftigten. Dort verweist die Bundesregierung auf Förderprogramme der Länder. Ich will das in aller Klarheit bei Einigkeit über vielen Dingen, Herr Scholz, wir haben oft telefoniert in den letzten Tagen. Bei aller Einigkeit will ich das deutlich sagen. Diese Förderlücke bleibt am Ende des Tages, auch am Ende dieses Plenartages. Deswegen fordere ich Sie auf, sorgen Sie schnell für Liquidität, beispielsweise über die Finanzämter, so wie wir es als Freie Demokraten Ihnen vorgeschlagen haben, damit jetzt Liquidität zu den kleinen und mittleren Unternehmen kommt. Diese Unternehmen waren in den vergangenen Jahren solidarisch mit dem Staat, insbesondere mit dem Steuerstaat. Sie haben uns allen fantastische Einnahmen beschert. Mit diesen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ins persönliche Risiko gegangen sind, mit denen muss sich jetzt der Steuerstaat eben auch solidarisch zeigen. Deswegen appelliere ich an Sie, helfen Sie mit Liquidität den kleinen und mittleren Unternehmen, damit am Ende dieses Tages wir sagen können, wir haben diese Krise erfolgreich bewältigt. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Gesine Lötz, DIE LINKE.